Hi Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt hier direkt nach dem Livestream, den wir gehabt haben und Episode 3 von Suicide Squad Justice League angeschaut haben mit mega guten Infos. Und die habe ich heute nochmal kompakt für euch dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Let's go! Was sich eigentlich durch das ganze Gameplay durchgezogen hat, was man sehen konnte, sind zahlreiche Cosmetics, die man dann bekommen kann, sei es wahrscheinlich durch den Battle Pass oder auch durch den Ingame-Shop. Die sind allerdings rein kosmetischer Natur und haben nichts mit dem Gameplay ansonsten zu tun. Die wirklich große Sache, die sie auch angekündigt haben in diesem Video, sind die Elseworlds. So ein Portal, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Und damit machen sie eigentlich alles möglich. Ihr könnt euch jede Szenerie vorstellen, jede Location im DC-Universe könnte möglich sein in der Zukunft von Suicide Squad Kill the Justice League. Man hat hier schon von Batman Arkham ein paar Sachen gesehen, dass es auch in diese Richtung gehen wird im Laufe der Zeit. Aber es gab natürlich auch noch viel krassere Sachen, die dann noch erwähnt wurden oder die man auch teilweise sehen konnte im Spiel. Bevor wir auf das richtig dicke Ding zu sprechen kommen, gucken wir uns einfach nur kurz ein paar Szenen an. Sie haben gezeigt, dass es Leaderboards gibt oder Scoreboards gibt, Vergleiche zwischen den Spielern, dass es den Social Squad gibt, das heißt, euer Charakter kann als Bot bei einem anderen Spieler dabei sein, also ihr könnt euren Freund sein, Spielfigur mitnehmen in eure Mission. Ihr könnt Vergleiche haben zwischen Teams, es wird Rankings geben, es wird auch Clans geben in diesem Spiel und diese Clans werden auch Belohnungen haben. Es wird tägliche Herausforderungen, wöchentliche Herausforderungen für Clans geben. Wer einen Clan sucht, einfach just for fun, gerne .relics auf dem Discord ansprechen und ich werde euch zu Release auf die eine oder andere Art in diesen Clan adden, den wir hier einfach machen, wirklich just for fun, ohne Programm, ohne irgendetwas, ja. Dann wurde noch vieles gezeigt, ja, was einfach diese sozialen Mechaniken, sage ich mal, angeht. Also wenn zum Beispiel eure Freunde euch bei irgendwelchen Scores schlagen, während ihr offline seid und ihr euch dann wieder einloggt, kann es sein, dass ihr begrüßt werdet vom Charakter von eurem Freund, der euch dann gerade fetten Mittelfinger zeigt und sagt, hey, ich habe dich gerade wieder geschlagen, ich habe deine Punktzahl geschlagen, zum Beispiel bei dieser Mission, ich war besser als du. Und das wird einem dann so quasi direkt vor die Nase gehalten. Ich finde das lustig, das erzeugt ein bisschen wirklich diesen Multiplayer-Aspekt, wie ihr gerade im Hintergrund seht, und macht das Ganze ein bisschen interaktiver und ein bisschen verbundener, einfach mit anderen Leuten zu spielen oder mit Leuten in der Mission zu spielen, aber auch mal irgendwie gewissermaßen gegen sie zu spielen, ja. Dann kommen wir aber zum richtig dicken Ding, was halt eben Teil von diesem neuen Video war, nämlich zu Release wird es die Season 0 geben und da wird das Bane-Set ja eine große Rolle spielen und dieses Bane-Set wird in 3 Sets verfügbar sein und da wird es auch schon Endgame-Missionen geben, das heißt wir starten schon mit Endgame-Content zu Release, aber sie haben auch gesagt, dass die Season 1 dann bereits im März starten wird. Und die wird einen neuen spielbaren Charakter bringen und den haben sie eben heute im Video hier angekündigt und es ist kein geringerer als der Joker. Und das sieht man jetzt hier schon angedeutet und gleich wird er auch noch gezeigt als Charakter. Das Design hat jetzt nicht jeder sofort gefeiert, glaube ich. Es ist quasi so, dass jede Season in 2 Episoden eingeteilt werden wird und bei jeder Season wird es um unterschiedliche Bösewichte gehen. Und im DC Universe gibt es reichlich Bösewichte. Das heißt, es gibt hier jede Menge Potenzial für neuen Content. Wichtig ist auch, dass der Content nicht gelockt ist hinter einer Paywall. Das heißt, der ganze Content, der saisonale, wird kostenlos kommen. Genauso wie die neuen spielbaren Helden oder Anti-Helden, die dazu kommen. Das wird alles in Zukunft kostenlos sein. Das heißt, wir haben in jeder Season auch neue Bossfights sozusagen, die auf uns warten werden und diese Elseworlds eben viel Potenzial bieten, uns an alle möglichen Orte zurückzubringen, vielleicht auch eben aus der Arkham-Reihe und dass wir hier, ja, ihr seht es im Hintergrund schon angeteasert, was da eben so auf uns wartet. Und jetzt gleich werdet ihr auch sehen, dass dieser neue Charakter eben eingeführt wird oder präsentiert wird und da werdet ihr auch gleich Gameplay zu sehen, um einfach einen Eindruck zu haben, was da auf euch wartet. Hier haben wir ihn nämlich
Das ist der Joker in Suicide Squad Kill the Justice League, quasi aus einer alternativen Realität. Und dieser Joker ist quasi noch nicht zu einem Superbösewicht aufgestiegen in seiner Realität. Und er hat dort schon mit einem Suicide Squad gekämpft und kommt jetzt hier dazu in dieser Realität, ist deswegen auch relativ kooperativ mit den anderen, die jetzt schon im Team sind. Und so wird der Charakter hier eingeführt, ist deswegen halt auch anders vom Design, ist deswegen auch ein bisschen angepasst an das Ganze. Es ist möglich, dass wir in Zukunft Outfits oder Skins haben, die diesen Batman vielleicht auch optisch in eine Version verwandeln, die wir aus Arkham kennen. Denn es gibt bereits Hinweise darauf, dass es bei Harley Quinn auch so ein Outfit geben wird, wo die Harley genauso eine Harley wird, wie man sie aus den Arkham-Teilen kennt. Und deswegen liegt die Vermutung bei Joker auch nicht weit. Und hier seht ihr eben das Gameplay, was gezeigt wird. Jeder neue Held, der eingeführt wird, hat eine eigene Traversal-Mechanik, also wie er sich durch das Spiel bewegt, was für Angriffe er hat, welche besondere Nahkampfwaffe er hat, die nur dieser eine Held benutzen kann. Einen eigenen Suicide Strike, den ihr hier gerade gesehen habt, das ist die eigene Nahkampfwaffe von ihm. Und er hat halt eben auch auf bestimmt drei Waffentypen Zugriff, die er nutzen kann als Schusswaffen. Und das finde ich persönlich sehr cool, was hier angekündigt wurde und gezeigt wurde. Einfach, dass die Helden wirklich nochmal nicht nur optisch einzigartig sind, sondern vom Gameplay mit den Waffen einzigartig werden. Und das können wir in zukünftigen neuen Seasons dann auch mit weiteren Helden erwarten. Also eine sehr, sehr coole Vorschau einfach auf das, was uns hier in Zukunft erwartet. Die Season 1 startet bereits einen Monat später. Wir haben aber direkt eine Season 0 zum Start schon. Das heißt, neuer Content kommt sehr, sehr bald. Und sie haben einfach jetzt schon eine Vorschau drauf gegeben, dass Joker in der Season 1 auf jeden Fall eine große, wichtige Rolle spielen wird. In diesem Sinne danke ich euch fürs Reinschalten und ich hoffe, ihr seid von diesen News so begeistert, wie ich es war im Stream. Ich habe mich gefreut, dass so viele eingeschaltet haben, falls ihr den Stream verpasst habt. Ich streame ansonsten momentan Montag, Mittwoch und Freitag immer abends so ab 21 Uhr meistens. Schaut gerne auch vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links dorthin. Danke auf jeden Fall allen, die dabei waren. Danke auch für euren Support und vielleicht sehen wir uns ja auch bald in Suicide Squad Kill Justice League oder dann auch im Clan, den wir dann aufmachen werden. Bis dann, Leute, haut rein und macht es gut.